Willkommen zurück bei Mario Kart 8 Online Folge 3 und heute habe ich mal wieder ein ganz spezielles Talk-Thema für euch. Und jetzt mal ganz im Ernst, wer dieses Intro hier nicht kennt, der schaltet bitte das Video ab, geht in die Schäm-dich-Ecke und schaut alle Folgen nach und dann darf er das Video weiterschauen. Nein, ernsthaft, schaut's euch an. Die Nintendo News mit Ariane. Wer hat sie erkannt? Ja, wer? Du? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Boah, was habe ich diese Sendung geliebt auf meiner Wii. Ach, mein Gott, war das geil. Ihr müsst euch vorstellen, damals als kleiner Junge, das soll jetzt nicht pervers kommen oder so, aber Ariane, sie wusste alles, sie war so schlau und vor allem, sie war ein Mädchen, was zockt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, sie wusste alles, sie war so schlau, sie wusste immer alles schon vorher, bevor die Spiele überhaupt rauskommen. Aber damals wusste ich noch nicht, dass die so eine sogenannte Redakteurin war, die direkt für Nintendo arbeitet. Das weiß man ja alles nicht. Die Ariane heißt übrigens mit vollem Namen Ariane Alter und wurde, apropos Alter, 1986 geboren und ist nicht nur für Nintendo arrangiert, sondern ist allgemein eine deutsche Moderatorin, hat zum Beispiel bei MTV mal gearbeitet und ist dann eben für eine gewisse Zeit zu Nintendo gegangen. Hat aber nach der 65. Folge, glaube ich, war es, ja doch, ich bin mir relativ sicher, 65. Folge aufgehört. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Nintendo sie rausgeworfen hat oder ob sie gekündigt hat, um eventuell an neuen Projekten zu arbeiten. Das wurde leider nie gesagt und ich bin bis heute sehr traurig darüber. Weil ich glaube, ihr merkt schon, wie sehr ich diese Sendung geliebt habe. Die kam alle 2 Wochen auf dem News-Channel der Wii. Und es war so episch. Es war so episch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also alle, die diese Sendung verpasst haben, die haben wirklich was verpasst. Aber gut. Sagen wir es mal so, man kann es ja noch nachholen. Es gibt noch ein paar Folgen auf YouTube davon zu sehen und dadurch, dass es eine News-Sendung ist, ist es natürlich auch nicht ganz so praktisch oder so sinnvoll, die Folgen nachzugucken, weil es handelt sich halt um News und ich komme nicht einmal um diese blöde Kurve rum. Das nervt echt. Ja, schreibt mir doch mal, habt ihr diese Sendung gekannt und der zweite hat einfach mal total random eine 8? Ja. Oh, natürlich. Scheiße, ey. Nein, da kommt Link. Geh weg, Link. Was hat Link? Natürlich. Fuck, ey. Warum passiert das immer mir? Ja. Nein, nein! Euer Ernst? Ihr seid so gemein. Naja. Aber auf jeden Fall gab es da auch noch so andere tolle Kanäle auf der Wii, die ich auf der Wii U, um ehrlich zu sein, mehr als nur vermisse. Zum Beispiel, ja, was nehmen wir mal? Ja, Polarkreis Parcours muss ich üben, auch wenn ich jetzt lieber SNES Regenbogen Boulevard fahren würde. Ich weiß zwar, ich habe gesagt, dass die Strecke crap ist, aber damit meine ich eher den Gedanken dahinter. Die Strecke an sich ist, naja, ist halt einfach zu fahren und alles. Aber auf jeden Fall, wenn ich abends, keine Ahnung, mal noch eine Viertelstunde Zeit habe oder so, ist es gerade, was weiß ich, 10:30 oder so. Oder um 10. Kommt halt auch ganz auf den Wochentag drauf an. Also jetzt in der Woche halt. Und da lohnt sich da nicht nochmal groß Mario Kart 8 einzuwerfen oder das große Monster Hunter, die große Monster Hunter Jagd zu öffnen. Da hat man einfach mal so nur noch ein bisschen Zeit. Und damals zu Wii-Zeiten, also damals halt vor, keine Ahnung, 5 Jahren, so ungefähr 4, 5 Jahren, hat man dann halt einfach die Wii angemacht und hat einen der richtig geilen Kanäle angemacht. Wie zum Beispiel den Kirby TV-Kanal. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum ich so ein megamäßiger Kirby-Fan geworden bin. Weil man halt durch diesen Anime so richtig eine Bindung zu ihm aufgebaut hat. Das habe ich bei keinem anderen Charakter, weil dadurch hat man Kirby richtig geil kennengelernt und auch die Nebencharaktere. Es gibt ja auch einige Charaktere, die exklusiv für die TV-Serie sind. Wie zum Beispiel die beiden Kitties. Ah, wie hießen denn die? Auf jeden Fall so ein Mädchen, was so total schlau war, und so ein Junge, was so ein totaler Rotzbengel war. Und oh, dann noch König DDD und wie er jedes Mal einfach so ein blödes Monster bestellt hat und oh. Ah, das war ein Fehler. Ja, er hat drauf gewartet, der Arsch. Ja, ist halt gut, Mensch.
Ist halt gut, Mann. Scheiße. Ja, und das sind halt so Erinnerungen. Und auf der Wii U, ja, da hat man, da hast du doch Nintendo TV. TV. Ja, wenn das endlich mal kommen würde, dann wäre das auch geil, weil das wäre sowas, was ich... Ja. Geil. Letzter Platz. For the win. Ey, vor allem, habt ihr es gerade gesehen? Die Münze war eindeutig, wurde mir schon noch so zugeschrieben. Die hat schon so geblinkt für mich. Und dann einfach so 3 Millisekunden, bevor ich sie nehmen wollte, einfach weggeploppt. So richtig eiskalt. Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich die Abkürzung doch nehme oder nicht. Aber ist egal, ich war der Letzte. Ja, wobei der... Ja gut, dann halt nicht. Dann... Wow, Vorletzter. Cool, der Part startet ja mal geil. Ja, dann wenigstens noch ein paar Münzen mitnehmen. Ja, geil. Zwei Punkte Abzug. Naja. Und das vermisse ich echt auf der Wii U, dass man einfach mal abends so ein bisschen abschalten kann. Man hat jetzt natürlich andere Sachen, sowas wie Amazon Prime Instant Video, Netflix. Da kommt der Support auch schon langsam und ein bisschen, aber das sind alles so Dienste, wofür man auch was bezahlen muss, ja. Für den Kirby TV-Kanal oder Anime-Kanal, da muss man nichts bezahlen. Im Gegenteil, wer fleißig und immer Folgen geguckt hat, da kam eine nämlich immer Dienstag und eine Donnerstag raus. Das sind so richtig Dinge, die man sich einfach merkt. Da kam eine Dienstags und Donnerstags raus und man konnte insgesamt immer nur 4 Folgen anschauen, ne? Also wenn meinetwegen Dienstags jetzt eine neue rauskam, dann wurde die von vorletztem Donnerstag halt gesperrt und so immer weiter. Und wer ganz fleißig geguckt hat und immer regelmäßig und so, der hat auch mal einen Schlüssel bekommen, womit er vergangene Folgen nochmal angucken konnte, oder eine Kristallkugel, womit er noch nicht ausgestrahlte Folgen gucken konnte. Oh, das war so geil. Und dann gab es da noch den Wetterkanal. Und dann gab es da noch den News-Kanal. Oh, wow. Das war richtig krass geil. Ja, und warum Nintendo das jetzt nicht mehr macht? Keine Ahnung. Das würde mich auch mal interessieren. Wir können ja mal so einen Leserbrief schreiben. Nintendo, warum macht ihr die coolen Kanäle nicht mehr? Aber gerade die News mit Ariane. Echt, ich hab mir das Intro... Weil ich bin vor kurzem mal wieder darauf gestoßen, habe ich mir gedacht, ja, machst du doch gleich mal so ein Video draus. Weil ich das so cool fand, das Intro, habe ich mir natürlich gleich mal wieder 50 Mal... Ja, ist gut... Hab's mir natürlich gleich wieder 50 Mal reingezogen. Es ist so kurz, aber es ist so vielsagend und so für Kindheit stehen, zumindest für meine. Das ist so krass. Ihr habt doch bestimmt auch irgendwie so eine Sendung. Ach, natürlich hatte der Grüne, ey. Wie die sich einfach alle gegenseitig ownen. Ihr habt doch bestimmt auch so eine Sendung, die in eurer Kindheit so richtig euch dominiert und na gut, dominiert klingt jetzt auch etwas euch geprägt haben, das wollte ich sagen, genau, natürlich hat ja 50.000 Rubine for the win. Es waren 11 und warum habe ich nur 11 4 Rubine, okay, es sind 4 Rubine, aber trotzdem, warum habe ich nur 4 Rubine? Ja, wow, der Pluber ist echt total dankbar. Ich will Rubine. Ja, du hattest ja... Es läuft aber auch scheiße, muss man einfach mal gerechterweise sagen. Und jetzt ein Pilz, ey. Ja, und der bekommt 3 rote. Seems legit, bitte geh vorbei. Bitte geh vorbei, danke. Dankeschön. Danke. Boah. Fuck, ey. Boah, wenn du mir jetzt auch noch mein Item weggeschnappt hättest. Das wäre aber nicht so doll gewesen, du. Und der hat schon wieder einen Stern. Ich glaub's ja nicht. Ja, dann nehme ich jetzt nochmal einen Pilz. Ist zwar etwas verschwendet, aber lieber so, als dass der Sternhai nämlich kriegt. Finde ich auch interessant. Man isst mit einem Pilz, oder nicht interessant, aber es ist zum Glück so. Man isst mit einem Pilz schneller als mit einem Stern. Wäre ja aber sonst auch etwas, wow, zu overpowered. Und irgendwie sind wir jetzt auf dem 4. Platz. Vielleicht sogar 3. Ja, wobei. Oh, komm schon. Ah. Ja. Okay. Mit dem 4. kann ich mich nach der Scheiße, die hier passiert ist, echt zufrieden geben. Und ja, plus 10 Punkte sind wir zwar immer noch bei minus 3 für diesen Part, aber das holen wir im nächsten Rennen wieder auf. Ich bin richtig optimistisch. Ja, was würdet ihr euch denn für einen Kanal für die Wii U wünschen, der euch unterhalten soll? Also jetzt kein Spiel,
Nee, Drachenmauer bin ich ultra schlecht. Wahre Überfahrt. Was würdet ihr euch denn wünschen, was denn noch so für ein Kanal kommen soll? Natürlich erstmal TV. Oder können Sie bitte nicht einfach dieses störende Icon aus dem Home-Menü entfernen? Weil wisst ihr, die bringen so 100.000 Updates und jedes davon verändert das Design vom Home-Menü. Aber keins entfernt diesen beschissenen Button Nintendo TV. Das ist. Keine Ahnung, vielleicht hat Nintendo ja vor, das irgendwie so zu machen, dass man im Monat, keine Ahnung, 3 € zahlt und dann kann man sich solche Filme wie Pikmin Short Movie HD oder so einfach regelmäßig angucken. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Nintendo einen eigenen Filmedienst macht und dann zum einen halt solche alten Serien wiederherstellt, also so ein richtig, komm, gib mir Boost. Na, danke, Tom. Es ist so geil, wenn meine Großeltern sich so ein Navi kaufen. Ja. Oh, die Frau Tom sagt, wir sollen nach rechts fahren. Das ist so doof. Aber so richtig cool. Ah, ah. Frau Tom sagt, wir sollen nach rechts fahren. Das muss ja auch mal krass sein. Ach ja, die Großeltern. Ist schon immer mit der Technik, ne? Ich merke gerade, ich habe 3 Pilze, die ich mal aufbrauchen könnte. So. Ah, Feuerbälle. Ich mag keine Feuerbälle. Und wie viele Leute sind denn hier, Mann? Da kriegt man doch kein Item. So, wer fährt über die Banane? Tom. Oh, da hat man wohl eine Baustelle nicht geupdatet. Ah! Oh mein Gott. Ich hab einen Stern. Und ihr könnt nichts dagegen machen. La la la, ich werde euch auslachen. Und kann so schlecht reimen. Und das hat sich jetzt nicht mal gereimt. Was das nur nochmal unterstrichen hat. Ja, natürlich. Warum denn nach hinten, du Arsch? So, mit meinen 3 Bananas bin ich ganz gut dabei. Ich glaube, der hatte der eine 8. Ich glaube, der hatte eine 8. So, momentan noch Vierter. Kugelwilli. Ja, toll. Hier ist es so eng. Hier muss ich doch da lang. Oh, schön, die Daisy geowned. Da hat Frau Tom aber auch nicht gute Dienste geleistet und was für ein Scheiß, ey. Eiskalt wieder einen Blitz bekommen. Blitz. Na! Fuck. Ja, Lucky, du setzt mich doch noch weiter zurück. Na, Mann, ey. Lucky, du. Das muss doch nicht sein. Wir sind doch BFF. Ja, ich so Tanuki Mario kann so schweben in der Luft und du so auch mit deiner Wolke. Wir sind doch so richtig BFF. Was soll denn das, Mensch? So, was nicht schön ist, wir bekommen jetzt hier kein Item. Und was noch nicht schöner ist. Ah, hier ist eine rote. Ich wollte eigentlich sagen, der Typ hindert. Natürlich. Ach, weißt du was? Das ist doch hier. Echt Verarsche. Was zum Fick? Ja, gib mir halt die Minuspunkte, ey. Ah. Ja, hab das bald. Alter! Danke. Danke für die Minuspunkte. Geil. Naja, aber meine Idee war, dass Nintendo jetzt in Zukunft öfter solche Pikmin, nicht Pikmin, Kurzfilme halt macht. Okay, wir machen noch eine Strecke. Ja, auf Excitebike. Das war jetzt noch die Excitebike. Das war jetzt noch die coole, eine coole letzte Strecke. Dass Nintendo noch so, ja, wie sagt man da, noch so mehr Short-Movies rausbringen, keine Ahnung, so ein Mario-Galaxy-Film habe ich mir schon immer gewünscht, oder halt so Oldschool-Serien, wie die Pokémon-Serie, das wäre cool, so die komplette Pokémon-Serie, weil die, ich weiß gar nicht, gibt's die irgendwo? Wenn ja, dann wäre es cool, wenn ihr mir das mal schreibt, und yeah, Excitebike, ha, bam, haben es euch gegeben, nein, Spaß, und der Manuel aus Bayern fährt mit, HGM, was machst du denn? Ich wusste gar nicht, dass du Bayer bist. Ja. So, Pokémon, Kirby. Ich meine, Nintendo hat ja auch genug auf Lager. So ist es ja nicht. Da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man das da so machen könnte. Und ich wär bereit, da auch so einen monatlichen Beitrag von. Ja, was ist halt. Und es geht schon wieder los. Weil mich das Spiel so hasst. Naja. Und die kleine Daisy, nee, nicht, die ist nicht klein, aber die trotzdem, die Daisy, boah, hat eine Hupe, das ist nicht schön.
Geile 8-Bit-Retro-Musik. Und da ist Justin Timberlake von Cold Mirror, fand ich so geil. Ich bin ja eigentlich auch großer Cold Mirror-Fan, aber naja, in letzter Zeit macht sie halt nicht so viel. Die gute Cardi. Ich glaube, der Typ mit der Hupe hat gerade die rote für mich abgewehrt. Danke. Das ist der Erste. Oh mein Gott, ich bin Erster. So, Wetten dürfen angenommen werden. Wer wettet, dass ich es nicht bis ins Ziel schaffe? Mit dem ersten Platz, alle? Okay, ja. Und ihr werdet alle recht haben. Naja, man soll ja den Abend nicht vor dem Tag hassen. Ich habe das jetzt einfach mal ganz theatralisch für mich umgedichtet. Ja, also zusammenfassend, was würdet ihr euch wünschen für einen Kanal? Dass wir das jetzt hier auch mal zum Schluss bringen, weil das ist ja jetzt die letzte Strecke und da kommt auch schon die rote. Und sie wurde von Daisy geworfen. War das Frau TomTom? Nee, ich glaube, das war nie. Was ich nur heute wieder mit... Natürlich die nächste rote. Hä? Verarsche! Was war das denn? Was war das denn? Ernsthaft? Dein Ernst? Ich werde jetzt hier nicht Erster, weil das hier so, keine Ahnung, was für ein Betrug war, aber... Boah, ich komm... Okay. Okay. Er hat einen Fehler gemacht. Gut, akzeptiert. Boah, was war das denn für ein elendiger Betrug? Boah. Hui, also... Trotz Betrug noch Erster geworden. Ich finde, das verdient einen Daumen nach oben, oder? Seid ihr auch der Meinung? Naja. Müsst ihr aber nicht. Ist ja alles freiwillig. Und plus 23 Punkte. Damit haben wir auf jeden Fall den Verlust wieder weggemacht der gesamten Folge. Und wie schon gesagt, über eine Bewertung würde ich mich freuen und über eure Meinung. Habt ihr News mit Ariane gekannt? Findet ihr sie immer noch cool? Und wünscht ihr sie euch vielleicht sogar auf einem Wii U-Kanal zurück? Schreibt mir gerne eure Kommentare. Tschüss.